herzlich willkommen zu einer neuen Buchbesprechung. Heute geht es um den dritten Teil der Glamour-Chroniken von Doctor Who. Wie immer ist das so eine Reihe, die man eigentlich unabhängig voneinander lesen könnte, aber es wird halt in jedem Teil immer ein bisschen näher auf den Glamour eingegangen, was er ist und wie man ihn findet. Deswegen sollte man die ersten Teile vielleicht vorher lesen. Aber worum es jetzt in Band 3 aus der Tiefe der Zeit geht und wie mir das Ganze gefallen hat, das erfahrt ihr jetzt. Erst wie immer spoilerfrei, nur kurz Inhaltsangabe und wie es mir halt gefallen hat. Und am Ende gibt es dann noch einen Spoiler. Ja, zuallererst, falls ihr Dr. Who nicht kennt, ich hoffe aber wahrscheinlich, wenn ihr das angeklickt habt, kennt ihr das schon. Das ist ja eine Sci-Fi-Serie, die ich echt toll finde. Hier geht es jetzt um Peter Capaldi als Doktor und Jenna Coleman als Clara. Ich muss gestehen, jetzt nicht unbedingt ganz meine Favoriten. Gerade Clara fand ich eigentlich persönlich mit am schlimmsten als Begleitung. Aber okay. wir haben auf jeden Fall jetzt den Doktor und Clara, die sich auf eine Raumschiffmission eingeschleust haben. Die wurden da eingeladen, denn diese Besatzung ist zusammengewürfelt aus den unterschiedlichsten Leuten. Alle eingesetzt von einem Typen, der richtig viel Asche hat. Und das Ziel ist es, ein Wurmloch zu finden, beziehungsweise ein ganzes Volk zu finden, nämlich die Faeron. Denn die sind wohl plötzlich einfach verschwunden, so von jetzt auf gleich. Und der Doktor weiß, dass da noch viel mehr hinter steckt. Und die begeben sich eben auf diese Reise und stellen ziemlich schnell fest, dass es mit dem Faeron etwas ziemlich Eigenartiges auf sich hat und dass diese Wurmlöcher nicht ganz ungefährlich sind. Ich war tatsächlich total überrascht von diesem Buch, weil ich fand den ersten Teil, das war ja irgendwie mit der hier mit dieser Ritterrunde da, Ritter der Tafelrunde und dem Goldenen Gral und der zweite Teil, wo wir irgendwie in Australien waren, die fand ich ja jetzt nicht ganz so gut. Den zweiten fand ich noch schlechter als den ersten. Ich war einfach total gelangweilt und es kam überhaupt kein Doktor-Feeling bei mir auf, ich weiß auch nicht. Ich wollte eigentlich den dritten Band auch überhaupt nicht lesen, aber ich bin so froh, dass ich es getan habe. Denn ganz ehrlich, das hier hat für mich am meisten Doktor-Flair gegeben. Und das jetzt nicht unbedingt nur, weil es im Weltraum spielt und wir auf einem Raumschiff sind, weil eigentlich sind das die Folgen, die ich tatsächlich ja, weniger gerne gucke, weil das meistens immer den gleichen Ablauf hat und ich bin eher so für die historischen Sachen gerne da. Aber hier hat mich das total gepackt. Ich habe Clara und den Doktor gelesen. Ich habe sofort diese Bilder von diesen Charakteren im Kopf gehabt. Es hat super gepasst. Es hat sich nicht irgendwie abgesetzt von den Personen und man hat sich nur gedacht, das passt aber überhaupt nicht oder Clara wird niemals so reagieren oder der Doktor wird niemals so reagieren. Das fand ich sehr cool. Ich fand auch die ganzen Charaktere sehr gut, die hier drin sind, weil wir haben ja auch, wie gesagt, noch einen Kapitän und einen, der da schon mal Erfahrung mit hat, weil das Raumschiff seiner Mutter früher auch in diese Richtung unterwegs war und Leute, die natürlich die Maschinen steuern müssen, also wirklich verschiedene Charaktere. Und ich finde, die sind auch alle super gut hier gezeichnet worden. Also man hat zu jedem Charakter irgendwie ein Bild. Jeder hat seinen eigenen Charakter. Auch wenn es natürlich einen Arschlochcharakter wiedergeben muss, ist klar. Ja, aber auch die Welt, in der wir nachher sind, das war alles total bündig und ich habe mich super, super gefreut. Das war wirklich so, Gott sei Dank hast du es doch noch gelesen. Aber wie immer haben wir ja hier auch so einen Erzähler, der über allem steht, der jetzt nicht... Also wir lesen nicht aus Doctors Sicht und dann mal aus Clara, sondern immer so hin und her mal aus allen Sichten. Das ist auch immer sehr gut, wenn man das ganze Große dann im Blick hat. Ja, so viel habe ich sonst inhaltlich spoilerfrei gar nicht zu erzählen, weil es ist einfach... Ich will ja nicht so viel spoilern, ich will euch ja nicht erzählen, wo die Faeron hin sind und wie die gefunden haben und oder nicht gefunden haben. Das ist alles so... Man will nicht zu viel erzählen. Ich kann euch wie gesagt nur sagen, dass das hier komplett im Weltall spielt, dass wir wieder Zeitreisen mit drin haben und ein Crew-Erlebnis, sage ich einfach mal so. Und wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt, was mir vielleicht besonders gut oder besonders schlecht gefallen hat, dann bleibt jetzt dran, denn jetzt wird gespoilert. Aber falls ihr das Buch vorher noch lesen wollt, dann schaltet ab und lest es erst. Aber jetzt geht's in den Spoiler-Teil. Ja, wie ich schon sagte, was mir sehr gut gefallen hat, ist einfach die ganzen Charaktere. Ich fand es aber so zum Kotzen. Ich musste so sehr an die Titanic-Folge denken von Doctor Who, weil da auch so eine Arschgeige einfach drin war. Da war ja dieser, falls ihr Doctor Who gesehen habt und die Folge gesehen habt, die war mit David Tennant sogar noch, eine Weihnachtsfolge. Da war ja auch irgendwie ein so ein Vollidiot, der dann da auf diesem Schiff ist, der einfach ja, gerettet werden will, der überall mitkommt, aber nichts dafür tut, der
einfach nur am Meckern ist, am Nörgeln ist, irgendwie nie mithilft. Und dass der dann noch am Ende überlebt hat, hat mich mega wahnsinnig gemacht. Ja, und hier gibt es halt auch genau so einen Sausack, der einfach überall mit hingehen will, weil er überleben will, aber der wirklich sich sträubt, irgendwie mal nur irgendwo zu helfen und stattdessen lieber doofe Fragen stellt und negative Stimmung verbreitet. Ich fand den so ätzend. Aber ich fand es eigentlich relativ cool. Mich hat das teilweise mit diesen Zeitreisen, dass die in so einen Zeitstrom geraten sind immer wieder mal und dann plötzlich in anderen Zeitepochen waren von diesem Planeten. Das fand ich richtig cool, wo die gelandet sind. Dass sie auch immer tiefer da rein sind. Das war halt, du hattest immer ein anderes Setting, immer eine andere Umgebung. Das war ziemlich cool. Auch wenn ich da teilweise die Tode echt ekelhaft fand. Ich bin ja echt zart beseitet. Ne? Und das war in den ersten beiden Büchern da überhaupt nicht annähernd so eklig. Aber dass die eine hier irgendwie von so einer Pflanze angespuckt wird und dann der Laich irgendwie sie dann komplett einnimmt und sie dann tötet, das war so ekelhaft. Ich wollte eigentlich gleich schlafen und dann kommt diese Szene und ich denke mir so, boah, danke schön für nichts. Genauso wie diese fetten Rieseninsekten, die den einen Typen dann zerfressen haben und man noch sein blutiges Gesicht sieht mit den verzweifelten Augen und ich war einfach nur so, nein, warum? Warum passiert sowas hier? Das ist so eklig. Ich habe tatsächlich diese Phaeron erst gar nicht verstanden, auch mit diesen diese blauen Erscheinungen, die erst waren. Aber als der Doktor dann alles erklärt hat, dann war das ziemlich cool. Auch, dass wir den Glamour jetzt endlich mal wiedersehen und dass der Glamour sich einfach in eine Person verwandelt hat. Bis jetzt haben wir den Glamour ja dann doch eher immer so ein bisschen als Gegenstand gesehen und dass er dann plötzlich die äußere Hülle eines der Personen hier aufgenommen hat, das fand ich mega cool. War ein bisschen abzusehen, dass der eine irgendwie nicht der Richtige war. Also ich habe zumindest gedacht, dass es irgendwie komisch, wie er gerade drauf ist. Aber genauso wie ich Mitch niemals vertraut hätte, nämlich Mitch. Mitch war ja der Gute, der zerfressen wurde. Marcus, genau, dem hätte ich ja nie getraut. Als war das Tibi, die da mit Marcus in diesem Raumschiff umhergelaufen ist? Ich wäre dem niemals hinterhergelaufen, das ist ja ekelhaft. Will der erst Clara umbringen und sagt dann, nö, wollte ich gar nicht. Also mit dem wäre ich keinen einzigen Schritt gegangen. Ich fand das süß, dass sich am Ende sogar noch ein kleines Pärchen gebildet hat. Das war irgendwie so süß, die beiden. Das hat es dann wieder ein bisschen wettgemacht, dass vorher alle anderen gestorben sind. Wie das Ganze hier passiert ist, fand ich, war doch recht schlüssig. Hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Auch, dass natürlich alle wieder weggekommen sind und dass der Doktor die TARDIS plötzlich hat. Da war ich ja auch erst ein bisschen schockiert, dass die angeblich so stark gealtert ist und total zerfleddert irgendwie aussah. Gott sei Dank war das ja nicht so, sondern es war nur eine, also ein Trugbild so rum. Ja. Aber das ist wahrscheinlich nicht das letzte Buch, was ich jetzt vom Doktor gelesen habe. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, ob ihr schon einige Bücher gelesen habt, weil wie gesagt, diese Glamour-Chroniken-Reihe ist ja die erste und einzige Reihe bis jetzt, die ich überhaupt vom Doktor gelesen habe. Habt ihr da noch Bücher, die ihr empfehlen könnt? Und ja, dann lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Aber ansonsten lasse ich euch noch gerne zwei andere Buchbesprechungen hier und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer noch eine schöne Zeit. Ciao!